Der Deutschlandfunk steht für sachliche Radioinformation. Heute vor 50 Jahren begann in Köln der Sendebetrieb. Das neue Programm richtete sich zwar grundsätzlich an alle Bürger des damals geteilten Deutschlands, faktisch war es aber zunächst vor allem in den östlichen Regionen zu hören. Mit dem Mauerfall kam in Berlin ein zweites Funkhaus dazu. Der Sender firmiert seit 1994 unter dem Namen Deutschlandradio. 14 Uhr, die Nachrichten. Ein Klassiker wird 50. In einer Kölner Villa fing der nationale Hörfunk an. Das Schwimmbad wurde zum Sendestudio umgebaut. Der Gründungsauftrag, eine Funkbrücke zur sowjetisch besetzten Zone zu sein, die, so wörtlich, die entgiftete Wahrheit über Deutschland in den Osten transportiert. Der Deutschlandfunk ist kein Sender, dessen Aufgabe in erster Linie auf dem Gebiet der Unterhaltung oder der Zerstreuung läge. Wir sind auf der anderen Seite aber auch kein Sender, bei dem Agitation oder gar Polemik das wesentliche Element seines Programms bilden. Erst in den 70er Jahren erhielt das Programm UKW-Frequenzen, wurde im Westen besser empfangbar. Aus der Villa wurde eine moderne Sendezentrale. Heute, unter dem Dach des Deutschlandradio, setzt der Sender konsequent auf seine Einzigartigkeit. Nachrichten im Halbstundentakt, Hintergrundanalysen, agendasetzende Interviews am Morgen. Die Zukunft? Wir werden mit Sicherheit unsere Multimedia-Präsenz, da sind wir dabei, werden wir ausbauen. Und wir suchen in diesem D-Radio-Wissen, das ist ein wunderschöner Experimentierbaustein, den wir mit diesem Programm haben, der auch von jungen Leuten gemacht wird, testen wir aus, wie entwickeln wir uns in diese Zukunft hinein. 1,6 Millionen Menschen hören täglich zu, Tendenz steigend.